Und ich habe halt sogar schon gesagt, dass ich Fragen, was ich für viele Passlaute, ja, so, und machen wir weiter. Die Gosch hat ihn gefragt, bla bla bla, und er schaut sich mal den Führerschein an. Dann sage ich sogar schon, wie viele Slots hast du mit? Die schaut in ihre Tasche und sagt, ich habe gar keine, ich habe nur Euro. Geil gemacht. Danke, Gosch. Danke für deine Mithilfe. Ja, im Endeffekt wollte er dann eh nichts. Unbestechliches Säuder. Ja, aber die Geschichte ist, die Gosch hat gewusst, wie viele Kinder er hat, wo er wohnt, warum er da Polizist ist, und ich habe trotzdem 70 Euro gezahlt. Hast du das gesagt, du? Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Wirklich. Machen wir das hier erstmal und dann fangen wir mal an. Peak absenken. Es wird echter Glas. Echt klasse. Klaren haben wir gar nicht so viel, gell? Nope. Ja, 8, oder? Haben wir. Sowas, ja. Haben wir. 5. 4? 5. Ich glaube, die Große haben 15. Oder? Nicht so viel. Die Großen haben enorm viel. Deckst du eigentlich eh alles ab? Ich verstehe das nicht. Oh. Passt. Schön ist die Nacht, oh Gott sei Dank ist jetzt Tag. Und wenn Tag ist, dann ist es hell.
glaube, auf GTA bin ich jetzt gespannt auf den Trailer. Ob da irgendwas erfährt oder ob das nur. Fake ist. Was so. Ja, was sie da faken. Na, nicht fake, aber. Ich wollte nicht, dass es so ein 30-Sekunden-Video wird. Wo man eine Straße sieht oder ein Telefonat und dann. Du GTA 6. Und dass man ein bisschen was sieht. Coming soon. Würde mich auch nicht stören. Hauptsache, man sieht was. Wenn GTA ihr üblichen Zeitraum einhält, dann kommt es dann nächstes Jahr genau raus, im Dezember. Gut, üblicher Zeitraum ist ja nicht schon überschritten, wenn das Spiel hätte rauskommen sollen. Ne, ich meine von Trailer-Dings her. Was so meinst du? Weil GTA 4 kam, Trailer, ein Jahr später GTA 4. Red Dead Redemption Trailer, ein Jahr später Red Dead Redemption, GTA 5 Trailer, ein Jahr später GTA 5. Und so auch. Und so auch Red Dead Redemption 2. Also, ich glaube trotzdem, dass man nicht so lange mehr warten muss auf dieses Spiel. Ich bin gespannt. Aber es wird so oder so komplett durch die Decke gehen, das sehe ich jetzt schon. Ja, das auf jeden Fall. Die Leute warten schon regelrecht drauf. Ich weiß, wie viele noch immer GTA 5 spielen. Naja, wenn es nichts anderes gibt. Naja, gut, sagen, es gibt ja auch andere Spiele. Hier schon. Ja, aber so wie GTA. Ja. Schon ihre Serie, ja. Weißt du, was ich meine? So mit diese. Einfach, du kannst so viel Scheiß machen, du kannst. Ja, gut, aber die größte Community, die noch spielt, ist ja die Roleplay-Community. Und die Durchschnittszocker, glaube ich, sind jetzt nicht so, wie das Spiel am Leben halten. Da habe ich jetzt eben nichts wieder gefunden, mein Avatar von. Wo wir einmal das Roleplay gemacht haben. Na, Arma 3. Arma 3, Ian McIntyre. Also, schade, dass das nicht geklappt hat. Das hätte ich mir auch ziemlich lustig und cool vorgestellt mit uns. Mhm. Damals mit Michi und so war das extrem lustig. Hat auch eben bei GTA 5 da so mitgemacht mit euch. Bist du da reinkommen? GTA 5? Schon, oder? Ja, komm ich auch. Warum habt ihr das dann nicht gemacht? Ja, weil wir dann einmal gespielt haben. Ach so. Und dann hat Dominik auch nicht mehr, was der allein ist, das irgendwie. Stimmt. Ich meine, man lernt dort Leute kennen, ja. Ich denke, es sind jetzt viele große Streamer allein durch GTA Online. Das ist wohl bestanden. Da bummst du. Also ja. Im ersten Feld werden es einmal so 20 Ballen. Muss ich dann einmal weg von dort. Ohne Ballenmangel. Brauchst du was sagen? Machst du dann selber dann, oder? Naja, kommt
Auto fahren, wann brauchst du denn wie lange? Ja, schon etwas. Wie gesagt, das sind aber 20 Ballen und dann kommt ja noch was dazu. Du brauchst den jetzt, oder was? Na, bald. 10, 15 Minuten. Oder ich probiere einfach mit weniger zu fahren auf meinen normalen Anhängern. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Dann halt nicht so viel rauf, aber. Das wäre eine Option. Das Problem ist ja, dass ich die dann auch jetzt immer vom Feld wegführe. Warum sag ich ja, dann. Unnötig, wenn du mit das Box. Ich brauche ja auch wesentlich länger als du. Finanzielle Situation aus. Dober. Weil die beim Hof, die kann ich gleich so hinführen. Okay. Meine Anhänger. Was denn? Es ist das Feld. Wie es ausschaut. Was ist das Feld? Wo ich dann mit dem Drescher gestern dauernd aus dem Spiel rausgeflogen bin, wie ich Gersplit gemacht habe.
Oh ja, Cursplay. Jetzt habe ich es mit der Seemaschine machen wollen. Ach, was für ein. Na, was für. Ich glaube, ich weiß, was ich verkaufen werde. Labert. Was labert? Verkauft auf Feld. Du musst gehört haben. Naja, wenn du mich da noch aussetzt. Na, ich habe mir jetzt auch aufgeschrieben, um wie viel ich die Felder gekauft habe. Wenn das alles so anstrengt wie Kopf hat er plus 60%, oder? Aber danke. Schauen wir mal, ob ich das jetzt vom Stall auch was krieg. Was haben wir gesagt? Das Feld da, das wird falsch. Ja, Hanna Mirle, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist mit der Hanna Mirle? Ja, man tut's, was man kein gutes Futter hat. So, was ist denn der Traktor da vorne? Einfach so. Wie man fängt, da geht 53.
dem könnte ich theoretisch ja schon. Könntest schon drüber kommen. So. Spannend, jetzt lege ich es mal nur daher. Was denn? Überlegen. €20.700 auf. Gut. Strom müssen wir später machen. Ah, mit dem Heu. Gut, dann fahren wir das holen.